Snerio. Stereo? Nein, Snerio. Zwei Mikrofone montiert unter einer Snare-Drum, erfunden von niemand Geringerem als Moses Schneider. Und Moses verrät uns gleich nicht nur, wie er darauf gekommen ist, zwei Mikros unter einer Snare zu montieren, sondern auch, wie er sie abmischt für einen Drum-Sound größer als alles, was du jemals gehört hast. Und dass du noch nicht mal selber Drums aufnehmen musst, um mit solchen Spuren spielen zu können. Denn mit dem Human Beat Pack, das er zusammen mit Elysia Audio gemacht hat, gibt's auch noch eine Groove-Sammlung, mit der du richtig schön spielen kannst. Das Ganze im zweiten Teil von Das Genie des Moses Schneider. Jetzt! Adventkalender. Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Snerio. Snerio ist ja eine Wortkreation aus Snare und Stereo, ist das richtig? Ja, genau. Die älteren Semester, also du und ich, wir kennen noch die alten Stereo-Zeichen. Ja, genau. Also unter der Areola oder die ganzen. Genau, die Hörspielplatten und so waren immer in Stereo. Also großes S, hinten großes O. Ja. Da kommt es eigentlich her, Stereo. Und der natürlich die Idee war, erstmal eine Snare Drum Stereo aufzunehmen. Das war aber, habe ich gemerkt, das bringt gar nicht so Fülle. Kann man machen, also ist okay, kann man machen, ist aber jetzt nicht der große Game Changer. Und erst als ich angefangen habe, mit verschiedenen Mikrofonen, Kapseln zu arbeiten, also erst mit Cardioid, dann mit Omni und auch den Abstand zur Snare-Drum. So, als ich damit rumexperimentiert habe, muss man dazu sagen, also ich experimentiere extremst lange mit solchen Sachen rum. Also Snerio ist mache ich schon seit 2 Jahren, aber spruchreif ist es jetzt erst. Weil seit 2 Jahren bin ich am Rumforschen und natürlich klang es am Anfang alles nicht so geil. Und aber wenn man dann merkt, so, okay, einfach weiterdenken, dann kommt man an eine Position, wo man auf einmal sagt, ach, okay, wenn ich mich also gar nicht so auf die Snare Drum konzentriere, sondern eher denke, okay, das Snerio ist quasi mein Underhead. Also normalerweise Overhead nimmt das ganze Schlagzeug auf, ein Stereo hast du nicht gesehen. Mit dem Nachteil, ein Overhead hat 2 Nachteile. A, Becken. Da sind sie wieder. Da sind sie wieder. Da sind sie und sind vor allen Dingen im Weg. Also auf dem Weg zur Snare-Drum befindet sich ein Becken dazwischen, das, wenn es gespielt wird, die Snare-Drum auf jeden Fall akustisch tötet. Nein, ja. Quatsch. War jetzt ein bisschen zu krass. Überlagert. Überlagert, dankeschön. Super. In Zeiten wie diesen sind solche Sprüche immer krass, finde ich. Egal. Aus einem Overhead wird quasi ein Underhead. Ein Underhead bedeutet, ich habe wieder ein Stereobild, aber keine Becken. Sondern eine fette Kickdrum, eine fette Snare und ein fettes Tom, weil unterhalb der Snare-Drum sich auch die tiefen Frequenzen befinden. Die befinden sich nicht oben in 1 Meter Höhe das oder stimmt, noch ja. höher, sondern die befinden sich am Boden. Und mit Omnis haben ja den Vorteil, Kugelmikrofone haben den Vorteil, dass sie ein sehr kontrolliertes Roll-Off haben im Bassbereich. Sagen wir mal so, ab 200 Hertz geht so schön linear runter. Und kein Nahbesprechungseffekt, ne? Ja, genau. Und das Schöne daran ist, dass man eben dann die Bassdrum tune kann. Also wenn das Bassroll so schön darunter geht und dann eben mit einer sehr engen Güte sich eine Frequenz sucht, dann kann man quasi die Bassdrum stimmen. Bum, 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 bum. Und dann ist man einer 808 sehr nah. 808 ist so und so mein Lieblingswort. Ist ja eine Rhythmusmaschine, bekannterweise. Immerhin sagst du 808 und nicht 808. 8 heißt es bei mir. Und die Firma ist Roland. Ja, aus Japan. Moment. Ja, genau. Okay. Ja, die haben ja abgeliefert, die dürfen. Ja. Und dieses Underhead ist quasi das trockenste und dichteste Stereobild, was man von Drums haben kann. Weil eben, wie gesagt, Overhead hat 85 Zentimeter, sagen wir mal, 90 Meter, noch höher manchmal andere Leute. Und das Snerio mit 20 Zentimeter unterhalb der Snare ist natürlich so dicht dran, da gibt's keine Rauminformationen mehr. Du hast die fettesten Bässe und die Snare-Drum selber erinnert eigentlich auch an so eine 808, weil wir nehmen sie ja von unten auf. Das heißt, wir haben relativ wenig Punch. Wir haben aber dieses Rauschen, sage ich mal. Ja. Deswegen, ein Snerio kann man spektakulär einstellen, dass man das übertrieben gated, übertrieben Bässe anhebt. Alles mega übertreibt, kann man machen, dann wird es auch so ein Hauptmikrofon, zusammen mit einer Wurst natürlich dann mega geil.
oder wenn einem das irgendwann auf den Sack geht, dieses, dass es halt so krass Stereo ist, dann kann man es einfach nur leise hinzufügen, dann ist es einfach ein Stereo-Excitement, sowohl für Kick als auch für Snare. Und was man auch wissen muss, ist mal dieses akkurate Stereo-Bild. Du hast, wenn du zwei Mikrofone unterhalb der Snare-Drum hast, dann ist ein Mikrofon ein bisschen dichter dran an dem Stand-Drum. Und das andere Mikrofon guckt ein bisschen mehr zur Hi-Hat oder ist halt ein bisschen in diese Richtung unterwegs. Ja. Und deswegen hast du dann auch ein korrektes Stereo-Bild. Okay. Allerdings halt, wie gesagt, wir reden hier über wenige Zentimeter, ne, und nicht overhead-mäßig über viele Zentimeter. Weil manchmal ist ja gerade auch bei, wenn man krasse Beats aufnehmen möchte, ist die Rauminformation schon zu klein. Also ein kleiner Raum hat nun mal Ong-Ong-Frequenzen und natürlich kann man die rausdrehen, aber dann bleibt doch nicht mehr viel übrig. Ja. Deswegen dann lieber gleich woanders die Mikrofone hinstellen, ohne dass man sich diesen Ong reinzieht. Ne? Das heißt, für die richtige Aufstellung, hast du gerade schon gesagt, also die Mikrofone stehen, wir haben Kugelmikrofone, die stehen mit 20 Zentimeter Abstand auf einer normalen Stereo-Schiene oder wie machst du den Abstand zwischen den Mikrofonen? Ja, ich hatte bei einem Workshop mit dem Tonmeister Arne Metzner zu tun und der hat angeboten, mal sowas zusammenzustellen. Und es fängt an mit so einer Universalklemme, die man erstmal unten an die Snare-Drum anbringt. Mhm. Von dieser Universalklemme geht dann so ein 360-Grad-Gelenk, geht dann quasi davon ab. Und auf diesem Gelenk befindet sich eine Stereoschiene, die aber auch in sich nochmal, kann man nochmal winkeln. Und auf dieser Stereoschiene werden zwei Shock-Mounts angebracht, also die quasi Halterung, die Federung, der, wenn die Snare-Drum gespielt wird. Ja, ich habe mich gerade gefragt, wie das rausgeht, ja. Ja, genau, dass es quasi nicht auf die Mikrofone übergeht. Und deswegen hängen die Mikrofone, hängen dann quasi in so einer Gummi, in so einem Gummi-Shock-Mount drin. Ja. Und angefangen, wie gesagt, habe ich mit kleinen Membranen Kardioid. Und kleinen Membranen sind es geblieben. Und es ist Omni geworden. Okay, alles klar. Einfach so, was kann man damit machen? Also die eben als ich die Omnis zum ersten Mal drauf hatte, dachte ich so, wow, was für ein genialer Bass, weil es eben so dünn ist. Also ja. Wenn er es mir erstmal hört, immer so, wow, ist ganz schön dünne. Nee, das ist einfach nur, hier hast du richtig Platz, du hast die richtigen Bässe und du kannst sie ganz sauber suchen, die Bässe. Ganz sauber. Das heißt, 20 Zentimeter Abstand zur Snare. Die Mikrofone selbst müssen dann auch denselben Abstand zum Beater, glaube ich, haben, ne? So von der Bassdrum. Ja, genau, damit die Kick weiterhin aus der Mitte kommt. Ja. Kommt sie natürlich nicht, weil natürlich die Obertöne da, wo es unten angebracht ist, ein Mikrofon ist immer ein bisschen dichter dran an dem Kick. Ja. Aber man muss sich, wenn man sich genügend Mühe gibt, bleibt es ungefähr im Stereobild. Also wir haben es auch ungefähr hingekriegt, als wir es gemacht haben. Wir haben es ungefähr, wir haben aber nicht mit Shockmounts gearbeitet, sondern mit einem separaten Ständer, aber das ging auch einigermaßen. Genau. Ja. Geht auch, ja, genau. Wenn du die jetzt aufgenommen hast, wie bearbeitest du denn? Also du hast die beiden Kugeln, Stereo, mit gleichem Abstand zum Beater, wenn es eben geht, aufgenommen. Die sind ja erstmal umgekehrt zum Rest. Das heißt, die musst du ja erstmal in der Phase wahrscheinlich drehen. Ja, ganz sicher. Ganz sicher muss man erstmal in die Phase drehen, weil sie ja nach oben gucken und genau alles andere machen. Was ist das Erste, was ich mache? Ich suche ein Gate, ein Stereo-Gate. Ein Groove-Gate. Ein Groove-Gate, genau. Damit wird quasi erstmal Bassdrum und Snare-Drum freigeschält. Dann geht das Ganze in einen Equalizer rein. Und der Equalizer hat eben, der muss schon 30 dB können, also er muss besser anheben können, wirklich, bis der Arzt kommt. Mhm. Nur dann macht es auch wirklich Sinn. Oder dann kann es seine ganze die Asskarte spielen, sage ich mal. Die Trumpfkarte spielen, genau. Ist halt, wenn man richtig viel Bässe dazu gibt. Und wenn der Bass dann da ist, dann geht es in den Kompressor. Es ist wichtig, dass der Bass den Kompressor oder den Verzerrer füttert. Nicht umgekehrt. Manchmal mache ich das auch so, dass, also nicht beim Snareo, aber manchmal bevor man die Bässe anhebt, wird vielleicht verzerrt und danach kann man dann die Bässe anheben oder so. Aber in dem Fall ist es so, Snareo, erst die Bässe anheben, dann komprimieren oder verzerren. Okay. Am Anfang steht immer das Groove Gate, dann die krasse Bearbeitung. Und dann kann man immer noch mal, also immer noch mehr gaten, wenn man möchte. Also, ey, mit dem Geld kann man so viele Sachen machen, jeder weiß es natürlich. Und aber dann habe ich erstmal so eine, ich arbeite ja viel mit Verzerrung. Und dann habe ich erstmal so ein schönes Stereo, trockenes Drumkit mit einer schönen Sättigung. Und die Hi-Hats sind eben auch unter Kontrolle. Oder eben, du hast ja keine Becken da unten und so, du hast und so wenig Lärm, was so die hohen Frequenzen betrifft. Und
ja, wie gesagt, mit dem Gate kann man vor dem Kompressor oder vor der Verzerrung immer gucken, wie viel brauche ich ganz genau, wie lang soll es sein, soll es eine lange Bassdrum sein. Ja. Es gibt ja mittlerweile auch Plugins, die halt Multiband-Gates sind, sage ich mal, wo man halt sagt, nee, nur die Höhen sollen dann quasi kurz sein und die Bässe sollen aber ausklingen, ne? Mhm. So Shaperbox und so heißt es, glaube ich. Ich habe es nämlich noch nicht, aber steht bei mir jetzt auf dem Zettel, kommt jetzt bald ran, also das Multiband-Gate. Zu Weihnachten dann quasi. Zu Weihnachten das Multiband-Gate. Wow. Ich gönne mir ein Plugin, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich das von dir mal höre, dass du dir zu Weihnachten ein Plugin schenkst. Aber damit wärst du ja quasi, bist du ja voll im Beat-Bereich. Ne? Beat besteht ja sowieso gar nicht aus Becken oder Hi-Hats oder sonst was, irgendwie vielleicht mal ein Shaker oder so, aber vor allem Bassdrum und Snare, und damit hast du ja die perfekte Grundlage für beatgetriebene Musik. Ja, so ist es. Ja, genau. Mega. Das sehe ich auch als Vorteil. Ja, wir haben ja jetzt ein Human Beatpack 1 gemacht und das war eine Riesenerfahrung. Es wird ein zweites geben und sollte irgendwas erfolgreich daran laufen, wird es auch noch ein drittes und ein viertes geben. Also ja. Zwei wird es auf jeden Fall geben und danach gucken wir mal, ob wir die Reihe weitermachen, weil es ist ja die Firma Elysia, die uns da so unterstützt oder sagen wir mal, die mich da so unterstützt und sagt, also Ruben ist halt auch genauso wie ich, sagt, ey, wir sind Forschende und lass bitte weitermachen. Und so wie ich das mache, das inspiriert ihn wiederum, Geräte zu entwickeln oder Schaltpläne also anders zu, also das ist ja so eine, für uns beide Tatsache eine Win-Win-Situation. Ja, und auch eine total spannende Reise, wenn man quasi überall schon mal gewesen ist und dann endlich neues Territorium quasi erforschen kann mit einem Gleichgesinnten. Ja, das sind wir ja. Tatsache, ja. Gleich verrückt im Auftrag des Sound. So. Ja, wie lange genau. Habt ihr daran gesessen? Das war wirklich sehr eine spannende Zeit. Ein halbes Jahr habe ich dran gesessen an diesem Human Beatpack. Wow. Ja. Es lag aber auch daran, dass wir am Anfang nicht wussten, was wir taten. Wir hatten ja, Ruben hatte diese Idee, also Ruben Tilgner von Elysia hatte ja die genau. Idee. Und eigentlich wollten wir erstmal nur Drums aufnehmen, damit andere Leute beim Songschreiben auf gute Drums zurückgreifen können. Und dann ist in so einem Beat-Groove da entwickelt hat, das war nicht so geplant, deswegen hat es zu lange gedauert letztlich. Klingt zu spannend, um wahr zu sein, dass du solche Beats und Grooves kriegen kannst, aber das Human Beatpack ist tatsächlich ab heute Nacht 0 Uhr käuflich zu erwerben. Link unten in der Videobeschreibung, und wenn du bis dahin nicht warten kannst, dann schau als nächstes hier in dieses Making-of rein, da wird erklärt, wie das Ganze zustande gekommen ist. Viel Spaß dabei und wir sehen uns die Tage wieder. Bis dahin, mach's gut und Yassou!